Herzlich willkommen zu meiner Flip-Session zum Thema Lernkultur. Mein Name ist Frieder Ittner und ich möchte mit Ihnen eine Session gestalten, in der wir uns Gedanken darüber machen, wie Lernkultur für mehr Orientierung sorgt. Mehr Orientierung bei der Gestaltung des Lernens, aber auch mehr Orientierung für die Lerner, damit sie sich besser einlassen können, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Ich möchte das Ganze am Beispiel einer VHS durchgehen und mich hier lösen von der Idee, dass es eine beste Lernkultur gäbe oder eine erstrebenswerte Lernkultur, die überall gleich ist, sondern dass sie abhängig ist vom Kontext, dass sie abhängig ist von den Zielen, in denen man denkt, dass sie abhängig ist auch davon, wer gerade beteiligt ist. Ich finde das im Englischen sehr schön zusammengefasst in dem Satz oder in der Aussprache: Context matters. Es gibt uns nämlich nochmal den Hinweis zu sagen, jede Situation ist anders, aber es gibt einige Aspekte, die besonders relevant sind. Ja, wie möchte ich das Ganze angehen? Ich habe mir Ziele überlegt, die ich mit dieser Session verfolge. Und zwar zum einen möchte ich eine Einführung geben in das Thema Lernkultur, einen Überblick über den aktuellen Stand des Diskurses. Ich möchte einen eigenen Ansatz vorstellen, der aus meiner Sicht genau dazu beiträgt, mehr auf das Relevante zu gucken, als viele Details zu summieren. Und ich möchte mit Ihnen diskutieren über die Potenziale dieses Ansatzes und wie er denn in die Praxis umgesetzt werden kann. Wie will ich das Ganze tun? Naja, der Name Flip Session verrät es schon so ein bisschen. Etwa eine halbe Stunde Vorbereitung online ist erforderlich. Es gibt ein kurzes Video dazu von der letzten Session in Frankfurt und etwa 20 Folien, die nochmal das Thema zusammenfassen und eine kleine Fallstudie zeigen. Dann möchte ich mit Ihnen die Session in Köln zusammen gestalten. Ich schätze mal, wir werden etwa eine Dreiviertelstunde brauchen. Mir geht es darum, mehr zu diskutieren, mehr für Verständnis zu sorgen, um dann im Anschluss auf einer Plattform oder über den Fragebogen das Ganze zu verdichten und so weiterzukommen. Also zusammengefasst, wie läuft das ab? 30 Minuten online, eine Session in Frankfurt bzw. in Köln und eine Online-Diskussion. Bleibt eigentlich nur eine Frage zum Schluss. Für wen eignet sich diese Session? Für wen habe ich mir das überlegt? Ich denke, vor allem diejenigen, die sich damit beschäftigen, wer als Lehrtrainer oder als Dozent in einer Organisation tätig ist. Vor allem diejenigen, die aushandeln, wie das Lernen organisiert werden soll, was wichtig ist. Für die kann es interessant sein, einen ganzheitlichen Ansatz zu nutzen, mit dem man gemeinsam darüber diskutiert, was wichtig ist und das auch weitergibt. In diesem Sinne, ich freue mich auf die gemeinsame Session in diesem Sinne, ich freue mich auf unsere gemeinsame Session in Köln. Und wie Lutz so schön sieht, die Outtakes gehören einfach dazu. Also, machen Sie es gut.